Ein herzliches Hallo und willkommen bei Einfach lecker kochen mit Tom. Heute gibt es mal wieder was aus meiner Backstube und das soll ganz schnell gehen, weil ich erwarte Gäste und ich mache ein paar Apfeltaschen. Ihr seht hier schon, ich habe auch auf den selbstgemachten Blätterteig verzichtet. Ich habe hier einen aus der Kühlung. Dann haben wir 4 leckere Äpfel, das ist Elster, die werde ich gleich zu Apfelmus verarbeiten. Ein Ei, etwas Puderzucker und etwas Marzipan. Ja, und dann lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Viel Spaß! Ja, zuerst schälen wir erstmal die Äpfel mit unserem tollen Sparschäler von einem großen Möbelhaus. Der ist wunderbar, da lässt sich wirklich alles super mit schälen. Spargel, Äpfel, Kartoffeln, also wirklich einmalig das Teil. Und war auch nicht teuer, 4 Euro, aber der ist das Geld wert. So, anschließend vierteln wir die Äpfel und entfernen das Kerngehäuse und schneiden sie dann ganz klein. So, als nächstes geben wir ein Stückchen Butter in einen Topf, erhitzen diese Butter und schmoren dann unsere klein geschnittenen Apfelstückchen darin an. Das Ganze wird dann mit Agavendicksaft gesüßt, also keinen normalen Zucker, und etwas Zitronensaft sowie etwas Zimt. Während unsere Apfelstückchen anschmoren, gebe ich jetzt etwas Zitronensaft hier drüber und schon mal 1-2 Spritzer Agavendicksaft. Des Weiteren kann man einen Schluck Wasser dazu geben, ein bisschen nur. Und dann das Ganze schön köcheln lassen. Und während unser Apfelmus so dahin köchelt, gebe ich ein bisschen Zimt hinzu. Und wie ihr sehen könnt, so langsam zerfallen die Apfelstückchen und es wird ein leckerer Apfelmus. So. Wenn ein paar kleine Stückchen noch drin sind, finde ich das gar nicht so schlimm. Dann hat das Ganze noch ein bisschen Biss. Und wir haben jetzt die Hitze runtergestellt und lassen den Apfelmus jetzt abkühlen. So, wie ihr hören könnt, der Backofen läuft schon. Unser Apfelmus ist abgekühlt und jetzt verteilen wir löffelweise unseren Apfelmus auf unseren Blätterteig und fertigen die Taschen. Ich gebe auf jede Tasche noch ein bisschen Marzipan. Oh, ein kurzer Tipp, wenn ihr Blätterteig aus dem Kühlregal nehmt, dann müsst ihr ihn auch sofort verarbeiten, wenn ihr ihn aus dem Kühlschrank nehmt. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe ihn erst ein bisschen liegen gelassen und jetzt hatte ich die Schweinerei. Jetzt ist mir irgendwie ein Teil an dem Papier, also an dem Haftpapier hängen geblieben, weil er halt warm geworden ist. Also achtet drauf, wenn ihr mit Blätterteig aus dem Kühlregal arbeitet, sofort aus dem Kühlregal rausnehmen und ausrollen und von dem Papier abnehmen. So, und hier haben wir jetzt unsere kleinen Taschen. An den Seiten irgendwie ein bisschen andrücken. Ein bisschen einschneiden kann man sie auch noch. Von oben. Und dann geben wir noch ein bisschen Eigelb an die Seiten.
Ich gebe jetzt meine Apfeltaschen bei 150 Grad ungefähr auf mittlerer Schiene in den Ofen und schaue einfach mal, wie lange sie brauchen. So, Freunde des Süßmischmarks, hier sind sie nun. Ja, sie sind wunderbar geworden. Sie waren jetzt etwa 20 Minuten im Backofen bei 175 Grad Umluftherd. Und was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Staubzucker oder Puderzucker. Und da machen wir einfach ein bisschen drüber. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen mit dem kurzweiligen Backvideo und ihr schaltet auch wieder ein, wenn es heißt einfach lecker kochen mit Tom nächsten Sonntag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.